Vielleicht kann ich den Stein schleifen oder irgendwie sowas. Ah, die Ausdauer. Voll im Arsch. Ist bestimmt Raucher, der Typ. Garantiert. Aber sowas wie Hunger gibt's hier nicht. Also, das ist eigentlich schon schade. Ja, es hat ja mittlerweile, es gehört ja eigentlich zu jedem Spiel mittlerweile dazu. Ich meine, es ist ganz cool für den Anfang, aber so einen kleinen Schnellstart, also wo man gleich was erlegen muss oder fangen muss, ja, das wäre schon geil. Ja, bei The Stumping Yard, oder das Land war das, The Stumping Land, ja, war das ja so. Da musst du ja am Anfang hier gleich, hast ja einen Tag praktisch Zeit, also einen Tag, eine Nacht. Und da hast du dann praktisch Zeit, dir Essen zu besorgen, ansonsten stirbst du. Aber war schon geil gemacht, was man da zum Beispiel alles so bauen kann. Also es macht schon vom Spielfaktor her wesentlich mehr Spaß wie das hier. Aber wir sind ja hier, um das Spiel hier zu testen. Ja, also meine Empfehlung, das Stumping Land ist schon geil. Und wenn die dranbleiben bei The Stumping Land, dann wird das wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Ein bisschen nervig ist, dass man auf Dinosaurier reiten kann, aber hey. So. Tja. Also die waren definitiv fleißiger, schon. Aber wozu? Wozu sowas bauen? Ja, was wird hier reingepatcht, damit man sowas baut? So, nehmen wir mal unseren Dino als Wegweiser. Wehe, der trampelt auf meine Hütte. Oh, guck mal, da hat er mich schon gesehen. Wenn ich jetzt ein Stöckchen hätte. Tja, sucht das Stöckchen? Na, sucht das Stöckchen? Ich verkrieche mich einfach in der Hütte. Ob die das auch später zerstören können? Das wäre geil, ne? Kommst in die Hütte rein, zack, zerstört er den mal so. Tritt einfach mal drauf. Also ich finde generell, dass man bei so Spielen eigentlich, man müsste mehr zerstören können. Ja, dann sollte man, da sollte man halt, warum gibt es nicht sowas, dass man einen Server irgendwann um eine Uhrzeit startet? Ja, wo man sagen kann, okay, hier fängt jetzt eine Runde an, für den Tag einfach, ja, oder geht eine Woche, sonst halt mehrere Server machen. Aber warum gibt es das nicht, dass man dann sagt, okay, heute geht es einfach los und wir starten den Server und jeder baut jetzt, jeder greift einen an, jeder baut jetzt was und dann löschen sie es wieder nach einer Woche. Mein Gott, ist doch scheißegal. Ja, da verliert man halt alles. Aber so viel gibt es ja eh nicht. So, das wäre ja auch Latte. Ich wollte ja gucken, was wir hier machen können. So, in der Workbench kann ich hier, wenn ich hier Stein reinlege, was passiert denn damit? Was passiert hiermit? Was kann ich denn machen? Reinlegen, rauslegen. Weiß das irgendeiner? Iron Ingot. So. Fürs Bett. Aber brauche ich dafür einen Ofen? Ah, jetzt habe ich natürlich zu viel. Oh, immer taktisch abgehen. Es wäre toll, wenn es Bilder geben würde. So, eine Flagge.
Roadblock, Wall, Table, haben wir ja schon. So, Crossbow. Okay. Oh, guck mal, hier haben wir das Radarsystem. Oh, da brauchen wir wesentlich mehr. So, Small Tint. Ey, sag nicht, dass ich hier nochmal. Wofür ist denn hier dieses Teil? Muss ich dann irgendwas reparieren oder? Ja, ist ja klar, dass ich es nicht bauen kann, wenn da ein bisschen was fehlt, aber. Aber wo ist es? Wie baue ich mir denn einen Ofen? Wo haben wir denn einen Ofen? Brauche ich nochmal Holz? Was habe ich denn einstecken an Holz? Vier, also. Eigentlich. Ich holze nochmal was ab. Machen wir mal zu hier. So. Auf ein neues. Nee, da gibt's nichts. Das steht zum Glück im Chat. Hier auch nicht. So. Dann nehmen wir halt den Baum. Auch okay. So, der fällt doch schon mal ein bisschen. Hier geblieben. Ah, das Rumklicken ist auch echt nervig hier. So, also der ist leer, der Baum. Nochmal auf U gucken, was man hier so machen kann. Also ich hätte gerne ein Bett, zumindest bevor wir aufhören, im Bett. Ja, aber dazu brauche ich wahrscheinlich nochmal ein bisschen, also Iron Ingot. Was hat man? Wahrscheinlich das hier. Ah, wie schön. So, bei unserem Glück haben wir hier natürlich keinen so einen Steinhaufen, oder? Was ich eigentlich gar nicht verstehe. Warum spawnen die hier denn nicht? Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt zurücklaufen, die ganze Strecke. Ja, um nochmal ein bisschen was abzuhacken. Da haben die hier einfach einen Fehler drin. Nee. Dann laufen wir mal in die Richtung. Das ist ärgerlich. Warum gibt es denn Steine nicht an so einem Berg? Warum kann ich den Berg nicht abbauen? Oder zumindest, dass genau diese Steine halt direkt am Berg dran liegen. Das verstehe ich nicht. Also wäre es cleverer, seine eigene Hütte praktisch zu packen und da hinten, wo die anderen sind, da hinzustellen, weil es da genug Stein gibt und genug Holz. Ja, da hat man einen Weg von ein paar Metern. Dann ergibt es Sinn. Aber jetzt dümpel ich hier hin und her. Also das ist Schwachsinn.
Aber wir suchen ja nach so großen schwarzen Brocken. Nicht nach irgendwas Hellem hier, sondern nach großen schwarzen Brocken. Okay, also hier ist nichts und auch nicht. Und weit und breit ist auch nichts. Okay, ich höre auf. Also die 20 Euro sind es in meinen Augen nicht wert. Ja? Wenn euch die Folge bitte gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, bitte abonniert mich, bitte followt mir auf Twitter, liked mich auf Facebook. Abonniert mich bitte, kommentiert, ja. Vielleicht, was haltet ihr von dem Spiel? Vielleicht seid ihr schon weiter, ihr habt es getestet und ich habe irgendwas übersehen. Aber ich muss sagen, mir fehlt momentan, mir fehlt einfach, hier fehlt ein bisschen Spaß, hier fehlt der Faktor Spaß einfach, ja. Und der ist nicht vorhanden zurzeit. Also für die Alpha-Version würde ich sagen, ich weiß nicht, warum die Community von Steam grünes Licht gegeben hat und gesagt hat, das Spiel ist eine Empfehlung. Ich sag nicht für das Geld, auf keinen Fall für 20 Euro. Zurzeit. Okay, also in diesem Sinne, haut da rein. Bis demnächst.